Der CPI Griffin hat eine intelligente Wechselgeldverarbeitung, die kann man nutzen. Wie das funktioniert, zeige ich euch mal ganz kurz. Ihr könnt da verschiedene Sachen einstellen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, wir wollen insgesamt 150 Euro im Wechselgeld drin haben und mehr können wir nicht auffüllen. Und das ist aber egal, ob das 1 Euro, 2 Euro oder 50 Cent Stücke sind. Hauptsache, die Summe ist da. Dann können wir natürlich sagen, dass wir gewisse Münzen nur in gewissen Stückzahlen annehmen und lagern wollen. Und dementsprechend will ich mal gucken mit euch, wie das Ganze funktioniert. So, dazu gehen wir einmal ins Menü rein. Und jetzt gehen wir auf E wie Einstellungen. Und dann gehen wir auf B wie Füllen. Und wir haben oben einmal den Füllmodus. Den drücken wir mal ganz kurz. Und wir können hier den Füllmodus einstellen. Entweder können wir sagen, okay, wir wollen hier den Füllstand haben oder einen gewissen Wert erreichen oder das Ganze automatisch machen, wenn der Automat, der zählt mit, der rechnet mit und weiß ungefähr, wie viel Kleingeld er braucht. Dementsprechend können wir das hier entsprechend einstellen. Wir bleiben mal auf Füllstand, gehen einmal auf Speichern und dann können wir den Füllstand Zielwert hier einstellen und wir sehen jetzt hier 51 Euro gerade. Wir können hier mit den Rauf- und Runtertasten den Wert verändern und das dauert aber lange, wenn wir hier drücken. Deswegen können wir hier oben einmal auf A drücken und mit dem Tastendruck A wandern wir immer eine Stelle weiter. Gehen jetzt mal hier auf die vorderste Stelle und können dann hier das Ganze einstellen, dass wir zum Beispiel 60 Euro, 61 Euro drin haben wollen. Drücken dann auf F auf Speichern. Füllstand Zielzahl. Wir wollen zum Beispiel von 50 Cent Stücken nur 10 oder so haben. Dann gehen wir einmal hier oben auf Füllstand Zielzahl. So, jetzt suchen wir uns die 50 Cent raus. Die 50 Cent liegt auf der Taste C. So, und jetzt können wir einstellen, wie viel Münzen wir im Ziel haben wollen. Drücken auf OK. Und können das dann hier dementsprechend einspeichern. Jetzt können wir noch die Momentaufnahme machen, können gucken, wie viel von was drin ist. Gehen zum Schluss nochmal auf Speichern und gehen hier wieder raus.